Hallo und willkommen zu unserem Magazin. Es geht bergauf und zwar mit den Temperaturen bei uns. Die Minusgrade machen sich bald dünne, dafür bekommen wir den Regen zurück. Wie es auch ist, man kann es keinem recht machen. Wir hoffen, dass wir es Ihnen heute recht machen können und zwar mit diesen Themen hier. Früher war alles besser. Der Citycheck auf der Waldhausener Straße. Genau hier, genau jetzt. Skater in Mönchengladbach kämpfen ums Überleben. Und Nachbarn in Europa. Der Blick über den Tellerrand. Jetzt bei Cityvision, das Magazin. Das Land gibt in diesem Jahr mehr Geld dafür aus, die Landstraßen in einen guten Zustand zu versetzen oder zu erhalten. Rund 161 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, 33 Millionen mehr als im letzten Jahr. Auch Mönchengladbach profitiert von dem Sanierungsprogramm. An der Anschlussstelle Nord zwischen Mönchengladbach und Viersen wird auf einer Strecke von fast 4 Kilometern die Straßendecke saniert und werden die Radwege in Ordnung gebracht. Das wird ca. 500.000 Euro kosten. Die Stadt Mönchengladbach möchte den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat auf den Äckern in unserer Gegend verringern. In Rostock wurde das umstrittene Mittel bereits verboten. Hier in Mönchengladbach hatte sich die Partei der Grünen für ein solches Verbot stark gemacht. Der Umweltausschuss wollte hier aber nicht zustimmen. Der technische Beigeordnete, Dr. Gregor Bonin, will gemeinsam mit den Landwirten nach einer Lösung suchen. Die für die städtischen Grünflächen zuständige Gesellschaft Max verwendet kein Glyphosat. Auch in der letzten Nacht hatten wir wieder hohe Minustemperaturen. Über Obdachlose, die bei Frost draußen schlafen, haben wir ja hier schon berichtet. Jetzt musste die Feuerwehr ausrücken, um 4 Tiere zu retten. Anwohner in einem Haus auf dem Stapper Weg hatten sich gemeldet. Sie hatten 4 junge Kaninchen in einem zugigen Durchgang gefunden. Die Tiere hockten bei -7 Grad in einem Gitterkäfig. Die Feuerwehr holte sie aus der Kälte und brachte sie in einer Sammelbox ins Tierheim. Wer die Tiere dort ausgesetzt hat, das ist bislang nicht bekannt. Schon seit Jahren findet Mönchengladbach das Kulturevent Nachtaktiv statt. Dabei hat es schon einige ungewöhnliche Aktionen gegeben. Jetzt kommt eine hinzu, die es so bislang noch nicht gab. Man kann in dieser Nacht heiraten. Und anders als sonst hat man dabei Optionen, nämlich gleich 2. Zwischen 20 und 23 Uhr gibt es eine echte Trauung, also quasi eine Late-Night-Hochzeit. Für andere Paare gibt es die Möglichkeit, für eine Nacht verheiratet zu sein. 2 Mitglieder des Gladbacher Stadttheaters sind alternative Standesbeamte. Vor Ort liegen Ringe bereit und einen Fotografen gibt es auch. Das Ganze ist allerdings vollkommen rechtefrei. Wer mit dem Ehepartner für eine Nacht nicht auskommt, der braucht dann nachher auch keinen Anwalt. Die Kulturnacht findet am 26. Mai statt. Genug Zeit also zum Überlegen, ob jetzt Option 1 oder 2 die richtige ist. So viel zu den Nachrichten und jetzt mehr zum Wetter. Mein Name ist Janine und ich komme aus Mönchengladbach. Der Samstag wird windig und bewölkt. Auf mehr als 5 Grad brauchen Sie gar nicht lange warten, denn mehr kommt da nämlich nicht. Hallo, mein Name ist Marion und ich komme aus Mönchengladbach. Der Sonntag bringt uns den Frühling schon etwas näher. Die Temperaturen steigen auf schon fast warme 10 Grad. Aber die Wolken verdecken leider die Sonne. Hallo, mein Name ist Marco und ich komme aus Beselich. Die kommende Woche startet auch mit angenehmen 10 Grad. Aber die Wolken bleiben weiterhin vor der Sonne. Ich wünsche einen schönen Wochenstart. Auch am Wochenende wird wieder fleißig geblitzt. In Gladbach auf der Dahlener Straße, in Krefeld auf der Schwertstraße und im Südwall, sowie in Niederkrüchten Silberbeek. Wir von Cityvision wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Letzte Woche haben wir hier unseren City-Check gestartet. Da nehmen wir Orte und Plätze in Mönchengladbach unter die Lupe und dann wird gewertet. Der Kapuzinerplatz hat den Anfang gemacht. Jetzt bewegen wir uns nicht viel weiter weg, dorthin, wo man damals sagte, hier ist die Altstadt, die Waldhausener Straße. Große Partymeile, ja, das war einmal. Aber wir wollen fair sein und mal auf gestern, heute und morgen schauen. Jan Mischkis und Sven Bogedan berichten. Musik.
Vom alten Glanz der Waldhausener Straße ist schon lange nichts mehr zu sehen. Hier hat sich über die Jahre einiges getan. Wie die Menschen Gladbacher finden, jedoch meist zum Negativen. Wenn man sich hier umschaut, ne, und die Lokalität hier, alles sieht so, alles bemalt, und ich glaube, zur damaligen Zeit war das nicht so extrem. Ja, in Mönchengladbach gibt es ja leider nicht mehr so viel. Wir gehen da zwischendurch noch mal in die Nacht, aber ansonsten muss man ja schon nach Düsseldorf fahren oder Köln sogar. Und da bist du ja gut 2 Stunden unterwegs, weil hier ist, keine Ahnung, nicht mehr so viel los. Ich finde die Clubs auch nicht so gut. Ja. Also damals kamen die ganzen Leute von auswärts hier hin. Wie gesagt, von Krefeld, Moers, Düsseldorf und so weiter. Da war noch viel, viel mehr hier los in der Altstadt. Und das hat sich bis heute natürlich um etliches verändert. Aber werfen wir doch mal einen Blick in die Vergangenheit. Lassen wir die Bilder für sich sprechen. In den 70er Jahren war die gesamte Oberstadt noch sehr belebt. Seitdem hat sich jedoch einiges getan. Das sehen auch die Wirte so. Ja, was war anders? Früher war es anders. Da waren qualifizierte gastronomische Betriebe da, auch auf der Waldhausener Straße. Und die bröckelten immer mehr ab. Und dann ging die Waldhausener Straße bzw. das Ausgehverhalten der Leute halt dann den Bach runter. Wenn du früher hier auf der Straße 30, 35, 40 Kneipen gehabt hast und hast jetzt, naja, sagen wir mal, wir sind wir so ungefähr bei 4 Läden eventuell noch. Hemmt die Leute, auch gerade wenn Mädels dabei sind, die Absätze haben, sagen, ich soll da runterlaufen wegen einer Kneipe, macht für mich irgendwie keinen Sinn. Heutzutage sieht es hier so aus. Trostlos, trist und unbelebt. Dies bleibt natürlich nicht aus, wenn die Waldhausener Straße keine Besucher mehr anzieht. Über Tag kann man das Ausmaß sehr gut erkennen. Die Gebäude sind marode und in die Jahre gekommen. Es gibt kaputte Fenster, blättrige Häuserfassaden und wenig Beleuchtung. An vielen Häuserwänden gibt es Schmierereien und Graffitis. Diese ziehen sich vom oberen Teil der Waldhausener Straße bis nach ganz unten. Dreckig ist es hier dennoch nicht. An jeder Ecke gibt es reichlich Mülleimer. Diese werden vor allem tagsüber genutzt. Für den Punkt Sauberkeit vergeben wir hier 4 Sterne. Es gibt viele Mülleimer und auch die Straße macht einen sauberen Eindruck. Im Punkto Service vergeben wir 3 Sterne. Neben zahlreichen Restaurants und gastronomischen Einrichtungen findet man hier auch mobile Urinale vor. In puncto Erscheinung vergeben wir leider nur 1 Stern. Viele Graffitis und Schmierereien an den Häuserwänden lassen die Waldhausener Straße heruntergekommen und alt aussehen. Außerdem sind die zum Teil alten Gebäude sehr in die Jahre gekommen. In puncto Aktivitäten vergeben wir 3 Sterne. Unter der Woche ist hier meistens nicht so viel los, dafür kann man am Wochenende in den Bars und Clubs ausgelassen feiern. Für die Sicherheit vergeben wir gute 3 Sterne. Mit insgesamt 8 Kameras und einem größeren Aufgebot an Ordnungskräften sind die Straftaten auf der Waldhausener Straße deutlich zurückgegangen. Leider gibt es immer noch viel zu viele dunkle Ecken, die nicht ausreichend kontrolliert werden. Der Blick in die Zukunft zeigt Positives. Die Wirte der Waldhausener Straße haben sich da etwas überlegt, um die Straße vor allem an Wochenenden sicherer zu gestalten. Ja, wir versuchen oder wir wollen jetzt in den kommenden Monaten das Konzept der Kulturküche unten weiter aufgreifen. Die haben das ja sehr schön gemacht unten an der Kulturküche und wollen da dann die Lampenschirme erweitern, die komplette Waldhausener Straße hoch bis zum alten Markt. Hellere Straßen sind ein guter Anfang. Vielleicht folgt dann auch eine optische Verbesserung bei Tageslicht. Ein
Ein märchenhafter Stoff, eine romantische Oper, weltbekannt, aber schon lange nicht mehr auf der Gladbacher Bühne gespielt. Das ist Lohengrin. Die berühmte Oper erzählt die Geschichte von Macht, Vertrauen, Sehnsucht und Erlösung. 1850 wurde sie zum ersten Mal aufgeführt, mit einer Komposition, die ihren Schöpfer in die Musikgeschichte brachte, bevor er sich seinem nächsten großen Werk widmete, dem Ring der Nibelungen. Jetzt ist Lohengrin wieder auf der Bühne des Mönchengladbacher Stadttheaters. So auch am 18. März um 17 Uhr geht es los. Cityvision verlost für diese Veranstaltung 2x2 Freikarten. Die können Sie gewinnen, wenn Sie bei unserem Quiz mitmachen. Wir möchten nur von Ihnen wissen, welcher Komponist schrieb Lohengrin. Die richtige Antwort schicken Sie bitte per E-Mail an quiz@city-vision.de. Und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei bei Lohengrin im Stadttheater Mönchengladbach. Jetzt kommen wir zum Thema Sport und zwar zu einer Sportart auf vier Rädern und mit einem Brett. Die Rollbrettunion, das ist jetzt unser Thema, die hat ihr Zentrum mitten in Reit aufgeschlagen auf der Hauptstraße und da ist sie ziemlich aktiv. Cenk Cidim hat die Einzelheiten. Hallo, mein Name ist... mein Name ist David Zuhari, erster Vorstandsvorsitzender der Rollbrettunion, Skateboardverein hier aus Mönchengladbach und wir befinden uns gerade im Rollmarkt. Der Rollmarkt. Zuerst als Idee, dann als Skizze ist er heute Treffpunkt für Skateboard-Anfänger und Erfahrene. Verantwortlich dafür ist die Rollbrettunion. Der Skateverein ermöglicht seit fast einem Jahr der inzwischen auch olympischen Sportart hier in Reit kostenfrei nachzugehen. Wir haben es geschafft, in relativ kurzer Zeit so eine Skateboardhalle wie hier auf die Beine zu stellen und daraus eine Begegnungsstätte zu machen, dass sie einfach ja, jeden Tag Skateboard fahren können, was vorher nicht so möglich war hier in Mönchengladbach. Leider. Der Rollmarkt füllt eine Lücke, die in Mönchengladbach seit einigen Jahren aufklafft. Viele Jugendliche fühlen sich hier zu Hause. Sie können in Workshops kreativ sein, eine Gemeinschaft bilden. Dabei kämpft der Rollmarkt seit 4 Monaten ums Überleben. Miete, Strom, Wartung und mehr. Im Jahr sind das Kosten im 6-stelligen Bereich. Aktuell ist der Vertrag bis Ende März verlängert worden. Die Zukunft rollt aber auf wackligen Beinen. Unterstützung muss her. Entweder man subventioniert es über irgendwelche Sponsoren, was allerdings dann auch wieder heißen würde, vielleicht, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Man kann nicht mehr alles machen. Man muss dann auf diverse Sachen achten, was natürlich der Sponsorpartner zu Recht haben möchte. Andererseits, ohne diese Sponsoren geht es nicht. Und da die goldene Mitte zu finden, sich nicht zu vermarkten und das Reale zu verlieren, ne, also das Eigentliche, ist natürlich sehr, sehr schwierig und das ist halt sehr viel Geduld und deswegen kämpfen wir auch von Monat zu Monat, weil wir dann erst neue Gönner, Unterstützer finden, wie zum Beispiel jetzt Möbel Schaffrath, danke an dieser Stelle, dass wir das dann einfach einen Monat länger machen können. Bedeutet mehr Bürokratie, teurere Workshops und hohe Mitgliederbeiträge. Faktoren, die wohlmöglich Kinder vom Rollmarkt fernhalten würden. Die Lösung, mehr Mitglieder heißt mehr Beiträge, heißt vollere Kassen. Einer, der das Projekt unterstützt, ist Bernie Wayne. Der Produzent und Musiker ist selbst aus Mönchengladbach. Er weiß, wie wichtig solche Zentren für die Jugend sind. Wir treffen ihn im Rollmarkt, aber auch beim Videodreh zu Right Here, Right Now. Wayne produzierte eine Hymne für die Rollbrettunion, die diese Themen aufgreift. Ich komme immer wieder in den Rollmarkt rein und ich sehe die Kids, ich sehe die älteren Leute mit ihren Kindern. Ich sehe halt diesen ganzen integrativen Prozess. Gerade in Reit, wo es ja ein bisschen schwierig ist, was den sozialen Brennpunkt betrifft. Ich glaube, da hat sowas gefehlt. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, was da passiert. Die Eigendynamik, die das Ganze entwickelt. Jeder bringt sich ein, jeder hat irgendetwas zu geben und das tut er auch. Und das zu 100%. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das möchte ich halt versuchen darzustellen in dem Video. Ja. An dem Video mitgewirkt haben Kameramann Mirko Witzki, Mitglieder und Fahrer der Rollbrettunion, aber vor allem die Kids, für die diese Mühe aufgebracht wird und für die David Zuhari den Rollmarkt offen halten möchte. Sollte bis Ende März kein weiterer Sponsor oder eine andere Lösung zu finden sein, muss dieses 230 Mitglieder starke Projekt
beendet werden. Verhindern wollen sie das genau hier, genau jetzt. Right here, right now, be with us, be part of the show. Right here, right now, anyhow, be part of your crowd. My name is. City Vision, meine Stadt, mein Fernsehen. Kleine Pause, dann widmen wir uns wieder den Nachbarn in Europa. Wie jeden Freitag wollen wir einmal über den Tellerrand des Lokalfernsehens schauen. Machen wir auch in ein paar Minuten. Wir sind hier und sind nicht allein. Der Höhepunkt des Mönchengladbacher Straßenkarnevals. Jetzt für Sie auf DVD und Blu-ray. Der Veilchendienstagszug rund 2 Stunden lang. Stimmung, Kamelle und Mottowagen. City Vision hat diesen tollen Tag für Sie festgehalten. Die DVD und Blu-ray zum Veilchendienstagszug gibt es jetzt hier bei City Vision. Das Beste ist Karneval. Testen Sie die Geräte in unserer Ausstellung kostenlos und unverbindlich. Ihr Kärcher Center Leder in Mönchengladbach. Urbano, deine Stadt, dein Magazin. In Mönchengladbach, Reit, Korschenbruch, Nersen, Jüchen, Viersen, Schwalmtal, Nettetal, Niederkrüchten, Brüggen und Wegberg. Am 3. März auch in Ihrem Briefkasten. Urbano, deine Stadt, dein Magazin. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es ist tatsächlich was dran. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sie passen in keine Schublade, aber Progressive Rock, das könnte vielleicht passen, aber genauer wollen wir das von unseren Gästen erfahren und das ist Ivory. Ivory nächste Woche bei uns im Backstage Talk. Haben Sie Spaß an Musik? Vielleicht auch Spaß daran, ein Musikinstrument zu beherrschen? Tja, das können Sie jetzt herausfinden. Und zwar am Samstag in der Musikschule, da gibt es eine Informationsveranstaltung. Und zuerst gibt es ein kleines Konzert und danach werden die Musikinstrumente auch vorgeführt. Und man kann auch mit den Spielern ein bisschen diskutieren und selbst einmal das Musikinstrument ausprobieren. Das Ganze am Samstag in der Musikschule auf der Lüpperzenderstraße. Los geht's um 14 Uhr und der Eintritt ist frei. Eine Geschichtsstunde der ganz besonderen Art bietet der Spaziergang durch die Mönchengladbacher Altstadt. Allerdings ist es keine gewöhnliche Stadtführung. Ein Mönch erzählt spannende Geschichten von der Stadt. Die Tour dauert ca. 1,5 Stunden.
Erwachsene bezahlen 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre nur 4 Euro. Pro Buchung fällt allerdings eine Bearbeitungsgebühr von 2,20 Euro an. Getroffen wird sich um 17 Uhr am Parkplatz Gehroweier. Nachbarn in Europa, und damit machen wir hier jetzt weiter. Und heute geht es in unserer grenzüberschreitenden Serie um das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern und über ein ganz spezielles Museum dafür. Wesel im 16. Jahrhundert. Der mittelalterliche Marktplatz ist die Lebensader der Hansestadt. Und auch Jahrhunderte später steht er wieder im Mittelpunkt. Als kreisrundes, dreidimensionales Großpanorama im künftigen LVR Niederrhein-Museum. Ein Sinnbild für den frühen, aber spürbaren europäischen Gedanken. Im Grunde genommen zieht sich die niederländische Beziehung Wesels wie ein roter Faden durch die gesamte Stadtgeschichte hier. Weil man in diesem Raum eben durchaus dem großen niederländischen Kulturraum sehr verbunden war, ja auch Teil dieses Kulturraums war. Man hat weitgehend die gleiche Sprache gesprochen, man hatte die gleichen geistigen Grundlagen, man hat sozusagen die Nachbarn in den Niederlanden eben nicht als Fremde gesehen, sondern man war getragen von einem Bewusstsein, einem großen gemeinschaftlichen Kultur- und Wirtschaftsraum anzugehören. Und deswegen war eigentlich die Migration, könnte man sagen, von Ideen, von Handelsgütern, von Kulturgütern, von Menschen natürlich auch an der Tagesordnung. Wesel wurde nach Köln zum wichtigsten Umschlagplatz für Waren aller Art aus den Niederlanden. Zudem zog Wesel viele Glaubensflüchtlinge aus dem Nachbarland an, da die Bürgerschaft schon früh mit der Reformation sympathisierte. Geschichte, die im Niederrhein-Museum erlebbar wird. Die historischen Szenen des Marktplatzes wurden allesamt mit Weseler Bürgern nachgestellt. 1540 ist Wesel der Reformation beigetreten. Und die Situation, die hier jetzt am Großen Markt geschildert wird, ist also die Reformation plus minus einige Jahre vor und zurück, Besonderheiten, die in Wesel passiert sind. Das eben dargestellt durch im Wesentlichen Mitglieder der Hansegilde und eigentlich auch sehr bekannte Weseler Bürger, die dankbarerweise alle sofort bereit waren, hier mitzumachen. Noch wird im künftigen Niederrhein-Museum fleißig gearbeitet, damit zur Eröffnung am 18. März grenzübergreifende Geschichte erzählt werden kann. Ein roter Faden, der sich auch museumsübergreifend fortsetzt. Im deutsch-niederländischen Projekt History Without Borders, Geschichte ohne Grenzen. Wir sehen in Holland, aber auch in Deutschland eine Renationalisierung der Geschichte, sehr stark in Holland. Wir nennen das den nationalen Kanon, jeder muss seine nationale Geschichte kennen. Das ist doch gut, das bleibt doch immer. Aber was wir sagen ist, Geschichte wirklich verstehen, ist auch den internationalen Kontext sehen. Es ist unmöglich, dass Leute in Holland nur die Bombardierung auf Nimwegen kennen und nicht die Bombardierung auf dem Niederrhein. Das Fluchtproblem, Evakuierung im Zweiten Weltkrieg, nur in Holland sehen und nicht in Deutschland. Das ist wirklich eine gemeinsam erfahrene Geschichte. Und wenn man weiter will in die Zukunft, muss man auch wissen, wo man herkommt. Die Nationalbewegung seit dem 19. Jahrhundert hat eben alte Verbindungen zum Teil auch gelöst. Aber ich glaube, dass trotzdem durch diese Grenznähe, auch durch gewisse wirtschaftliche Verbindungen, die man hatte, dass dieses Bewusstsein, dass es eben doch gemeinsame, nicht nur Fäden, sondern auch dicke Seile gibt, die mit den Menschen auf der anderen Seite der Grenze auch Wesel und diesen Raum verbinden. Ich glaube, dieses Bewusstsein war trotzdem auch in der Kriegszeit da. Und es ist zum Teil ja auch dadurch dann verstärkt worden, dass es holländische Zivilarbeiter gab, die im Zweiten Weltkrieg hier eingesetzt gewesen sind. Ich glaube, das Bewusstsein ist nicht verloren gegangen. Aber es hat sich natürlich durch die Entwicklung im 19., 20. Jahrhundert gelockert. Und wir versuchen
mit unserer Museumsinitiative beiderseits der Grenze eigentlich wieder an eine zurückliegende Vergangenheit anzuknüpfen und unsere gemeinsame Geschichte, die für viele Jahrhunderte wirklich auch Realität im Bewusstsein der Menschen gewesen ist, das wieder zurückzugewinnen. Wie reinigt man eigentlich eine Kirche? Ich meine nicht von drinnen, sondern von draußen. Also Dachrinnen säubern und viele andere Arbeiten, die an so einem hohen Bau nötig wären. Das klappt nicht immer alles mit einem Kran. In Reit wird am Montag die Josefkirche speziell, ich sag mal, behandelt. Und dafür müssen sich Fachleute an der Kirche abseilen. Klingt gefährlich, für die Profis ist das aber Routine. Wir gucken uns das an und berichten am Montag im Magazin darüber. Außerdem gibt es einen neuen Rezepttipp, die aktuellen Nachrichten und vieles mehr. Ich sage tschüss für heute. Schön, dass Sie heute zugeschaltet haben. Machen Sie es auch am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und verabschieden wollen wir uns mit einem Video. Wir haben ja heute über die Rollbrettunion berichtet und über Ihren Videodreh. Das Video dazu, das zeigen wir Ihnen jetzt. Machen Sie es gut.
Höhepunkt des Matching Gladbacher Straßenkarnevals. Jetzt für Sie auf DVD und Blu-ray. Der Veilchendienstagszug rund 2 Stunden lang Stimmung, Kamelle und Mottowagen. City Vision hat diesen tollen Tag für Sie festgehalten. Die DVD und Blu-ray zum Veilchendienstagszug gibt es jetzt hier bei City Vision. Das Beste ist Karneval.